Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Fünf. Hallo, kannst du mal runterzählen? Nein, kann ich nicht. Gehört von der YouTube-Aufnahme? Damit du musst halt auch auf Zack sein. Wir können ja auch mal hochzählen. Mein Gehirn ist runtergefahren, ja, ich hatte heute einen langen Arbeitstag. Ja, also für dein Betriebssystem, drei, da kann ich nichts. Vier, so, in dem fünf, Sinne. Sechs. Bevor ich jetzt sieben, Leuten acht, irgendwie neun, zehn, die elf, Zähne neu orangiere. 13. 15. Mit dabei sind heute 16, Neo. 18, 19, hallo, 20. Bell und Julian. Hallo, 23, hallo. 24. Matthias, möchtest du nochmal dein Dorf wiederfinden? Nee, lass mal. Das nächste, das ich finde, ist dann Aquarium. Das habe ich mir nur schon mal ventiliert. Ich habe die nach den gallischen Römerlagern durchgezählt. Also ich habe jetzt Kleinbonum und Laudanum. Sehr gut. Oh shit, wer war denn mein Rest? Ja, ich habe gerade auch überlegt, aber ich habe es. Will die ganze Zeit sagen, verleih nix, aber das also war alles. Aquarium kann ich dir geben, weil das sagte ich ja gerade. Es geht also nur um das vierte. Dominik. Fast. Dominik. Es wäre Barbarorum. Ui. Ganz schönes Pisswetter hier. Wie war wie draußen. Es ist royal ungemütlich gewesen heute den ganzen Tag. Kein Bestätigung. Wo ist die eine Akazientür? Da. So, was mache ich denn jetzt mit einer Goldschaufel mit Glück 2? Was man ganz viel Lehm abbauen. Was man nicht alles findet in der Welt. Ne? Was nur die her? Also in der Kiste. Ja, irgendeine Kiste. Musst du dir die letzten Folgen anschauen. Ich habe schon drei goldene Äpfel gefunden im Spiel. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, damn. Was? Und ein Rucksack. Der keiner ist. Ja. Und eine Schallplatte. Und zwei Nameplates. Oh, das ist gut. Eine Schmiedevorlage. Mächtig. Also ich bin mit der Welt auch sehr zufrieden. Also die macht Spaß. So, Akazienholz für habe ich. Ist hier noch was drin? Kohle. Das steht auch. Gut. Keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Also wie viel Uhr es in mir ist. Schon drauf und dran. Ja, das ist jetzt 21.16 Uhr, ist das, weiß ich auch. 15. Ja, mein Windows ist der andere, Mann. Mein Windows lebt in der Zukunft, deins in der Vergangenheit. Wir haben 16. Jetzt haben wir 16. Du bist deiner Zeit einfach voraus. Jetzt ist dein Windows in meiner Gegenwart angekommen. Phasen verschoben. Trotzdem können wir miteinander sprechen. Kack dich nicht ein, ja? Ich sag dir, moderne Ja, wenn Technik. Du jetzt auf Teamspeak wärst, dann ginge das tatsächlich nicht. Was, dich einkacken? Nee, auch mit den anderen sprechen, weil ich habe nämlich das damals, habe ich mal sehr panische Nachrichten von einem Herrn Matthias bekommen, der nicht auf den Teamspeak drauf kam, weil seine Rechnerzeit irgendwie ein paar Minuten nachging. Hä? Ja, Teamspeak macht das nicht. Dann kann er den Handshake nicht machen und dann lässt sich der weiß ich nicht, was da technisch genau hintersteckt. TeamSpeak ist auch eine Software. Von vielen Softwaren machen sie halt nicht. Ist TeamSpeak definitiv eine. Es ist ein bisschen schlecht, kann das sein? Ja. Ein bisschen ist die Übertragung. Ja, kaum noch jemand TeamSpeak. War es zu früh? Es war zu früh. Verdammt. Sah so fertig aus, ne? Ja. Das Weizen will auch nicht richtig. Naja. Es gibt Schlimmeres. Ich kann jetzt schon mal anfangen, hier die Straße zu planen nach Hause. Das wird auch schön. Muss ja irgendwie verlegt werden. Ich muss schon mal überlegen, ob ich Minecarts verlege. Mach doch, traue ich nicht. Ach, ich kann hier drauf springen, weil da der Zaun mit dem Dirtblock sich verbindet. Das ist eigentlich gar nicht falsch.
Das müsste aber auch bedeuten, dass Mobs rein können. Weil der das Verbindungsstück ist dann ein halber Step-up quasi. Und dann ist der Rest nur noch ein normaler Block hoch. Also Wasserkreis. Also, alles klar. Ja, kannst du ja aussuchen. Entweder noch einen höher ziehen oder halt. Nee, war gut fürs Holzhaus. Ja, musst du feucht halten, ne? Damit es wächst. Immer schön düngen. Dann mach ich das die ganzen Jahre falsch. Auch hier zu Hause privat. Du wohnst ja in so einer kanadischen Holzhütte. Ich versuche ja eigentlich immer alles hier trocken zu halten. Das ist ja der Fehler. Ja, hättest du es mal gelassen, hättest du jetzt eine Villa. Das stimmt doch gar nicht. Du hast so letztens zum Fußball nur ein Bier getrunken. Du kannst sogar nicht trocken halten. Du kannst mittlerweile scheiß Indie-Zäune reinplatzieren. Hätte ich vielleicht sagen sollen. Ja, ist doch nicht schlimm, aber es fließt sich durch die Zäune durch. Ja, das ist realistisch. Also. Wenn du es nicht reinsetzt, dann nicht. Du kannst schon an die Quelle da wieder gehen, ne? Drei Blöcke nebeneinander sind auch eine unendliche Quelle. Yes. Yes, mein Muskel ist ein grauen Bärenstrung. Du verflutest die Chickens! No! Ja, Kleinigkeiten. No, don't kill the Chickens! Scheiße. Die schwimmen auch auf dem Wasser. Also, das... Keine Ahnung. Kacke! Ich will das alles nicht. Das ist doch schon mal für den Arsch, ey. Warum flutest du jetzt genau diesen Bereich da? Spoiler, Matti, das Wasser ist im Zaun. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass du... Inkompetent also, aber bist, aber schon. Ich bin inkompetent. Ja, ist ja... Wir haben Chickens! Du hast deine die kleine Pfütze. Können schwimmen! Können sie? Ja, können sie. Wie lange können sie schwimmen? Ja. Lang genug. Das ist Minecraft. Die haben keine Ausdauer. Achso, okay. Oh. Also es ist nicht wie in den Sims, dass du jetzt die condemned hast zum Sterben. Nein. Also zum einen flabbeln die weg mit ihren Flügeln. Wer weiß, vielleicht ja doch. Ja, dann sind es halt nur Hühnchen, das ist auch nicht schlimm. Guck mal, sie sind da hinten in der Ecke versammelt. Das ist nicht artgerechte Tötung. Ich dachte, du redest über artgerechte Haltung, so halb überflutetes Gehege, ist vielleicht nicht so geil, aber nein, du redest natürlich von artgerechter Tötung. Nee, ist auch okay. Also ich werde weiterhin meine Chicken Nuggies essen, okay? Nuggies! Chicken Nuggies! Give me my Chicken Nuggets! Nuggets! What? Mein Chimkin Nagos! Ich sag dir, Hühnerzucht, es ist immer ein Aufwand, es ist immer scheiße. Es ist ein inneres. Ihr wisst gar nicht, ob ihr jetzt diese oder die letzte Folge gerade guckt, weil Matthias macht genau das gleiche. Wie in der letzten Folge. Ich weiß nicht mal, in welcher Folge ich gerade bin. Du bist in der einen, die. 10. Die mit einem. In der einen, wo Matthias seinen Zaun macht. Ja, gut. Nee, das ist ja die zweite, wo Matthias seinen Zaun macht. Scheiße, ich hab. Alle Orientierung verloren. Was ist Zeit? Was ist Raum? Du befindest dich in Folge 10. Scheiße. Außerdem gilt der alte Grundsatz, sie befinden sich hier. Das heißt aber nicht, dass du auch in Folge 9 dabei warst, Neo, ne? Das ist schon. Ja, doch schon, die letzten 5 Minuten. Vielleicht bin ich ja in Folge 12 dabei. Ja, das weiß ich nicht. So, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das vorsichtig. Matthias, ich sag dir das, was mir ein ehemaliger Arbeitskollege immer gesagt hat. Einfach mal richtig machen. Hä? Also jetzt. Ach, ich check, was abgeht. Dadurch, dass das ein transparenter Block ist, fängt er an, da Wasser, Quellblöcke zu schaffen. Bei Minecraft Wasser. Minecraft-Wasser war mal so schön einfach, ja? Matthias, wie warte wär's, mal, du... hab ich das nicht gerade schon mal gesehen? Ja, du hast ein Déjà-vu. Matthias, wie wär's, wenn du auf die Seite des Zaunes, wo du dein Wasser haben möchtest, einfach ein paar Schilder hinrotzt? Du kannst auch einfach auf den Eckblock Erde lassen. Ja, oder so, das geht natürlich auch. Warum wird das jetzt helfen, dass der Zaun einen höher wird? Da kann der Mops mal reinkommen.
Kommen die sowieso nicht, die können nicht anderthalb hochspringen. Ja, aber das Problem ist, sobald hier Dirt ist, Julian, die kann können ich aber einen hier hochspringen. Drauf und dann auf den Zaun drauf. Weil der verbundene Zaun hier hat eine Höhe von 1,5. Yes. So sehr wollen die gar nicht an deine Chickens dran. Nuggies. Nuggies. Ja, aber ich möchte halt aber auch gleichzeitig nicht in die Verlegenheit kommen müssen, hier einen Creeper rauszusortieren. Ne? Also, warum denn nicht? Öfter mal was Neues. Sortieren. Du bist doch sowieso nie da. Du suchst doch die ganze Zeit immer das gleiche Dorf. Hab dich lieb, Marie. Ich dich auch. Da schwang jetzt aber so leichte Gekacken-Stimmung mit. Leichte? Schmoll. Schmoll. Nicht Schmoll, Gekacken-Stimmung. Alter, wir sind gerade eben schon im Virtual Office alle komplett bescheuert geworden noch. Ja, da bist du ja jetzt dann hier sowieso am richtigen. Da ist hier noch viel besser. Ich würde mich aber schon noch dafür interessieren, ob die jetzt hier immer noch sitzen. Also dann schaller ich denen gleich einen. Moment, ich bin sofort wieder da. Mach das wie mein Chef, geh um 4 Uhr nachts pennen. Ja klar, man hat ja sonst nichts zu tun. Das ist der Punkt. Er braucht dringend ein Hobby. Ja gut, dann können wir jetzt auch gleich noch Slaps oben drüber machen, dass da wirklich ein Hühnerstall ist. Überdachen, aber dann hast du ja Käfighaltung, keine Freilandhaltung mehr. Ja, aber das Käfighaltung plus. Das wertet ja automatisch deine Eier ab. Nimm das aus dem Kontext. Ist ein Moment für die Facecam, ich habe gerade nach unten geguckt. So, Sticks. Merkst du es schon? Die Abstufung. Degradierung. Ich merke die Degenerierung. Degenerierung. Oh. Kollege, würden Sie Ihren Raid bitte woanders führen? Töte ihn einfach. Ich bin existenzieller Pazifist. Töte ihn. Ja. Wer ist das eigentlich? Ein Raider. Kevin. Also das Ding ist Kevin. Nur weil ich Pazifist bin, ist mein Schwert halt kein Pazifist, ne? Ich sehe nie geil aus in dem Paket. Irgendwie geben sie mir Star Wars Vibes. Tusken. Ja. Ja, hier die. Tusken Vibes. Oh, geil. Banner. Nice. Weißt du, wie die funktionieren? Nein. Gut, dann halte ich jetzt mein Maul. Ja, ich google's eh, also kannst du einfach sagen. Soll ich's googeln? Hast du Villager in der Nähe? Nein. Okay, dann bist du safe. Ich finde ja immer nur das gleiche Dorf. Oh, Mama. Ja, wenn du jetzt in die Nähe von einem Dorf gehst, dann fängt der Raid an. Elu. Ja. Buenos. Dias. Ja, dann kann ich mir jetzt mal überlegen, ob Kleinbonum oder Laudanum sterben soll. Jo, das kann... Psych, es sind beides die gleichen. Ich hörte nicht dein einziges Dorf. Welches? Ja, das eine, was er findet, das andere findet er nicht. Ich hab euch alle so unendlich doll lieb. Will ich auch. Jetzt würdest du es bei uns anders machen. Nein, deswegen sag ich auch nichts. Schrödingers Dorf, solange du nicht in beiden Dörfern unabhängig voneinander jemand steht und mir streamt, glaube ich nicht daran, dass es zwei Dörfer sind. Stimmt, du kannst ja nicht beide gleichzeitig beobachten. Naja, also sie haben schon zwei drohendes Unheil. Ja, aber was ist das, wenn es eine Raumzeitverzerrung gibt? Hm? Wibbly wobbly timey wimey. Du kannst hier übrigens einen Eimer Milch reinschlüpfen, dann ist der Buff weg. Wo ich gerade die Kühe draußen sehe. Danke für den Hinweis, das ist ein guter Punkt. Muss aber der ganze sein, ne? Was für einen Buff hat er denn gerade? Einer mit. Der Buff ist das, was den Raid triggert. Wenn du mit dem Buff in die Region eines Dorfes gehst, ich weiß nicht genau, was da als Dorf zählt, müssen mindestens x Bewohner sein oder sowas und x Betten, dann fängt in dem Dorf ein Raid an. Ah. Und dann ist der Buff weg. Ah, ja, aber ist das dann nicht eher ein Curse anstatt ein Buff? Ja, ja, ja.
wie du es nennst. Weil bei Buff habe ich jetzt erwartet, dass noch irgendwie was Positives kommt. Ja, je nachdem, wie du siehst, kannst du einiges von dem Raid kriegen, ne? In der Tat. So. Ich weiß immer, warum ich Hühner eigentlich per se als letztes züchte. Weil ich nie Bock drauf hab. Bist du gerade auf dem Huhn draufgesprungen? Nein. Gut. Also jetzt komplett überdachen, oder? Guck mal, was gleich gut ist. Schon noch Wind und Wetter aussetzen. Das sind Hühner, die können leiden. Einfach nur jede Hoffnung auf Entkommen zunichte machen. Erinnerung an Freiheit bewahren. Jetzt kann ich hier mal wieder keine Fackel draufsetzen. Ne? Ich sag's dir, es geht mir alles so dermaßen auf den Sack, wenn Hühner im Spiel sind. Ne? Ja, ich glaube, ich will das nicht komplett überdachen jetzt. Du könntest Folgendes machen. Mach innen drin, also jetzt einen Block nach innen, noch einen zweiten Ring. Mach den einen halben Block höher und danach kannst du Fackeln draufblenden. Ich atme. Atmen, Matthias. Atmen. Ich hätte dich jetzt doch weggelacht, wenn du einfach den Boden unter den Füßen weggegraben hättest. An der Stelle. Das wäre ein bisschen, das hätte ich ein bisschen lustig gefunden. Ne? Matti, er schafft doch einen Tempel. Ja. Die checken vom Hinterher ein hübscheres Zuhause als er. Seh ich kommen, würde ich sehen, ja. Ja, mein Zuhause ist aber noch nicht fertig. Also. Ein Palast für die Chickens. Oh, meine Nase ist wieder ein Krimi-Zahn. Weißt du, was das Schlimmste ist, Neo? Ich hab dem Jungen vor 4 Folgen oder so den Auftrag gegeben, eine Katze zu besorgen. Ich meine, wir haben jetzt Hühner! Wenn wir uns darauf einigen, sie nicht mehr Chickens zu nennen, sondern Nuggies. Das sind die Nuggies. Das sind offiziell jetzt nur noch Nuggies. Pre-processed Nuggies. Ja, pre-processed Nuggies. Das sind unverarbeitete, laufende Chicken Nuggies. Und was sind Eier dann? Nuggi-Rohprodukte. Ja. Weißt du, was das Geile ist? Um Chicken Nuggets zu machen, musst du ja das Huhn nehmen. Aber du nimmst ja nicht nur das Huhn. Du bist ja so grausam. Und nimmst ja auch noch die Eier. Du nimmst das Fleisch des Tieres und mischst es mit seinem ungeborenen Kind. Ja! Das klingt toll. Jetzt habe ich Hunger. Humanity in a nutshell. Yep. Ich sag nur Pfälzer Saumagen, ne? Was? Kennst du Pfälzer Saumagen nicht? Nee, und ich glaube, ich möchte es nicht wissen. Das ist eine Mischung aus Fleisch, Kartoffeln und Gedöns. Und das wird dann in den eigenen Magen der Sau reingestopft und in dem gekocht. Mies widerlich. Aber auch schon mies kreativ. Das ist sadistisch. Und dann hast du Gerichte, die einfach nur sehr interessant klingen, wie tote Oma. Schwäbische Schorle. Hälfte Leitungswasser, Hälfte Sprudel.
Ja, hei auch, das ist ein schwäbischer Schorli. Hey. Oh Mann, ey. Ja, Hälfte Leitungswasser, Hälfte Sprudel. Fertig ist die Schwäbische Schorle. Ja, das ist das gute Zeug. Günstig und bekömmlich. Ja, das heißt günstig. Außerdem, Neo, Zischle, Zischle. Ja. Geil. Oh ja. Also, Matti, das ist doch jetzt das Nuggi Fort Knox oder was? Ja, ich hoffe drauf. Fort Nuggi. Fort Nuggi. Ja, gut. Folgenden Titel gefunden. Fort Nuggi. Nuggi. Muss ich nur sehr genau aufpassen, wie ich das schreibe. So. Fort Nuggi. Mit Opa. Nuggi. Ich finde das super. Dass wenn du die Folge dann irgendwann einplanst, dann sagst du dann so, Fort Nuggi. Hä? Was habe ich denn geschrieben? Du musst das aber auch mit O schreiben, ne? Fort Nuggi. Nuggi. Du kannst hier richtig geil einen reinnoggern, du. Nogger dir ein. So gehe er hin und nogge er sich ein. Auch eine der dümmsten Werbung ever gewesen, ne? So gehe er hin und noggeriere. Ja, da gibt es doch auch noch, also es gibt ja noch ganz viele andere Produkte. Wo man noggerieren kann. Ja, so noggerieren kannst du schon nur mit einem. Ich finde das total grandios. Ich habe über Instagram mal eine Werbung für so ein Lakritz-Ding bekommen. So eine Laterne, ja. Und da ist einfach so ein Typ mit Vollbart, der sagt, ich trinke halt gerne mal ein. Und zeigt dann die ganze Zeit auf diese Packung, also so tippt die ganze Zeit auf diese Packung drauf. Und dann kommt einfach nur eine drüber per Voice-Over. Lalalala, Kritz, Salos oder nix. Und du denkst, im Hintergrund tippt der Typ weiter die ganze Zeit auf die scheiß Packung. Und du denkst so, Alter, was ist das für eine Werbung? Was zum Fick bin ich sehend? Ja, ich schlag immer ein. Das ist aber ähnlich schön wie diese aktuelle Goldbeeren-Werbung, die ich so infantil finde. Boah, die hasse ich so sehr, ne? Ich bin so froh, dass ich die nicht kenne. Alter, Neo. Nein. Erwachsene Menschen, die von Kindern synchronisiert werden. Das ist wild. Aber halt auch mit kindischen Aktionen. So Nase zu halten, Gummibärchen in die Nase stecken und ja, sonst voll goldbeerig. Guckst du 3 Sekunden drauf, gehst Schlaganfall. Oder Kackreiz. Ich krieg da eher so einen Kackreiz. Aber die müsste doch fertig sein, die Karotte, oder? Ja. Sie ist chonky. Damn, boy. Ja. He's thick. Die war fertig. So, es ist nun an der Zeit, dieses Schwein einzusammeln. Der Blick auf dem Vieh. Ja. So sehe ich morgens auch mal aus, wenn ich in den Spiegel gucke. Komm her, Pummelchen. Was schickst du mir da? Nicht die Haribo-Werbung. Hey. What the fuck? Das ist die Werbung. Das ist alles.
ja. Das ist so schlecht. Das ist so kacke, ne? Das ist so schlecht. Sie hat sich mal was bei der BVG abgucken. Die macht. Ja, BVG ist der Shit. Werbetechnisch. Da sind die einfach drauf. Ich hab gar kein Eisen da, ne? Das, was wir wollen, bist du. Ja, aber ein Eisen ist auch dran zu kommen hier, oder? Das sind übrigens die gleiche Werbeagentur, die damals auch die supergeil Edeka-Werbung gemacht hat. Supergeil. Ja, die war lustig. Die ist auch ein Meme geblieben. Also jeder kennt diese scheiß Werbung. Jeder kennt auch den Typen. Den Namen habe ich gerade noch vergessen. Kevin. Ich kenne den Namen auch nicht. Nennen wir ihn Kevin. Ich finde Kevin gut. Bei Neo heißt jeder Kevin, an dessen Namen er sich nie erinnern kann. Ja, gut, bei mir hat er. Bei mir heißt auch jeder Kevin, an dessen Namen ich mich erinnere. Das nehme ich jetzt persönlich. Ich nenne euch jetzt erstmal alle Kevin, okay? Ihr nennt auch Bell Kevin, das ist nicht so unabhängig. Wir müssen uns jetzt alle umbenennen auf Discord zu Kevin. Ah, bitte. Jawohl, Alter. Ja, sowas, also, nee, so tief ist es mal wieder soweit? So tief bin ich ja! Alles klar. It's that time of the year. Tis the season. Laughing and übrigens, Neo, ich habe gestern beim Diamonds Farmen, ne? Nein. Ich hab so eine richtige Chonk-Ader gefunden mit 13 Stück. Verarsch mich nicht. Nee, hab ich wirklich. Hast du den Dortmunder Junge außer dem Kevin und Kevin? Ist cool, Kevin ist halt wie die Minions. Und Matti ist einfach Gru. Und wir sind Kevin. Oh, Papai. Ja, aber dann nenn mich halt Papai. Oi, Papami. Banana? Ist aber schon irgendwo Eisen da. Banana! Oh, Squillage. eigentlich müsste ich das ganze Eisen hier jetzt mit der Glück 3 Spitzhacke, Schaufel abbauen. Ja, so läuft das. Schöner Abgang. Danke. Kevin. Danke, Kevin. Gerne, Kevin. Wenn ich den Folgentitel nicht schon hätte. Wie kaputt wäre das eigentlich, wenn wir irgendwann jemanden noch im Freundeskreis hätten, der Kevin hieße? Das kann leider nicht vorkommen. Oh, das wäre so immens lustig. Außer wir fangen jetzt einfach alle kollektiv an, Marcel Kevin zu nennen, wo ich sehr dafür wäre. Wäre ich dabei. Auch vor allem, ohne ihm den Kontext zu verraten oder ihm einfach nur diese Folge dabei zu verlinken. Schickst ihm so ein 40-Minuten-Video. Hier, am Ende ist der Grund. Ja, am Ende ist der Grund. Nee, du sagst doch nicht am Ende. Du sagst, hier, guck. irgendwo in diesen 40 Minuten. Hör mal, ich brauche die Watchtime. Warum ich in 2 Jahren Kevin nenne. Ich dachte, wir fangen jetzt einfach aggressiv an, jeden anzufreunden, der Kevin heißt. Oh, nee. Nee, am Ende hast du einen Kevin bei. Das ist nicht gut. Da habe ich echt eine Chance verpasst. Damals, als ich das erste Mal studieren war, damals noch an der TU, da hatte ich jemanden in meinem Studiengang beim Chemieingenieurwesen, der hieß echt Kevin und der war cool drauf. Das Ding ist, ich bin mir sicher, dass ich auch mal einem Kevin begegnet bin. Ja, ich auch. Wir hatten im Informatikstudiengang damals so einen Kevin, also der war wirklich auch ein Kevin. Aber das Problem ist, mein Namensgedächtnis ist ja eh so. Hui! Ja, das war schon ein Name. Ja, das kann nicht passieren, wenn alle Kevin heißen. I think I was already friends at some point with a Kevin, but I don't know. I don't remember, my memory is not there. Und für dein Memory wiederherstellen müsstest du halt die ungelesenen Nachrichten bei WhatsApp mal. Das wird nicht passieren. Nein. Das würde ja implizieren, dass ich jemanden mit Namen einspeichere und es nicht einfach nur als Nummer hinterlasse. Oh. Okay. Sag mir ganz ehrlich, Bill. Wie lange kennen wir uns? Du hast Stopp. Wie lange kennen wir uns? bestimmt 10 Jahre. Okay. Beantworte mir folgende Frage. Bin ich mit Namen gespeichert bei dir? Ja. Okay. Weil ich ein neues Handy gekriegt habe und... Okay. Und
Ihr habt den Namensstatus erhalten. Das wäre okay. So wild einfach. Andere. Ich hab dich nicht mit dem Namen eingespeichert. Andere Frage, super wichtig. Tommy hat keinen Namen. Haben wir vorher schon bei dir mit Namen eingespeichert? Ja. Okay. Meistens. Ja, natürlich. Doch, ich glaube sogar tatsächlich schon. Ja. Ich glaube, jetzt kommt wieder die Art Gedächtnis, wo Bell mich wieder für mit großen Augen anguckt. Aber ich meine, Bell hat mir irgendwann mal ein Screenshot aus der asozialen Netzwerkgruppe geschickt, wo definitiv Namen drüber standen. Nice. Ja, aber Tommy hat zum Beispiel noch keinen Namen, glaube ich. Ja, da stehen Namen drüber. Ja, ich habe hier Namen drüber. Also, im alten Handy Neo, Marshmallow, Jona. Ja, ja, doch, ist da drin. Nee, ist da drin. Ja, aber zum Beispiel Tommy hat keinen Namen. Michi hat auch keinen Namen. Das ist super lustig. Ja, so ein paar Leute habe ich auch, die nicht eingespeichert sind. Ich wohne mit dem Mann in einem Haus. Er hat noch keinen Namen gekriegt, okay? Also das Ding ist, bei mir bekommen meistens die Leute keinen Namen, mit denen ich in irgendwelchen random Gruppen drin bin. Also zum Beispiel. Tommy hat doch Kevin Energie, oder? Nee. Zum Beispiel, 90% der BVB-Gruppe sind bei mir nicht eingespeichert. Same. Ich hab da eine Lösung für dein Problem, Juli. Oh, die Gruppe ist mir egal, die ist auf stumm und archiviert, die bleibt einfach im archivierten Chat drin. Sehr gut. Du könntest aber auch einfach alle als Kevin einspeichern. Ich könnte auch alle als Kevin einspeichern. Das ist absolut... Was machst du mit dem Weg, Matthias? Der ist wirklich wild. In gerade legen? Gerade legen ist eine Stadt, glaube ich. Das ist richtig. Du hast aber auch in deiner dritten Hand das Brotmesser Gottes gerade, ne? Das ist hier schon klar. Ja. Wo soll der Weg denn hinführen? Zu meinem anderen Haus da hinten hin. Nach Hause. Ich lege den auch gerade nur mal vor, dass ich weiß, was ich noch auskloppen muss. Boah, da könntest du eine super coole Brücke rüberlegen. Ich würde den Knick haben. Tiefes Trauma. Also es ist immer... Matthias? Bei deiner Idee, da den Weg lang zu bauen, ne? Warum sind schon wieder Raider? Hast du die Schlucht bedacht? Nein. Warum bitte? Ich frag mich. Das war das. Ach, das doch mit der Schaufel. Ja. Comment on how many numbers in my thing are still just numbers. In my In my Yahoo. Maya. Könnten wir in 3 Wochen live hören. Was? Maya. Ach ja. Als Feuerschutz. 4 Wochen. Feuerschutz. Echt? Ja, Feuerschutz hat das. Ja, die haben das gecovert. Auf das dem. Das höre ich mir jetzt an. Die haben das auf dem Memento Mori, ist das da, glaube ich, die mit drauf. Ja, auf der Zusatz-CD, oder? So. Auf der Zusatz-CD. Feuer Schwan. Ich sollte vielleicht mal Nachrichten archivieren. Du kannst bei WhatsApp die nee, das habe ich dir das nicht. Ich glaube, mein letztes Archivierungsspree war 2015. Dann formuliere das anders. Ich formuliere das als Warnung. Es gibt bei WhatsApp die Einstellung, dass man archivierte Chats, dass die archiviert bleiben. Also archiviere keine Chats, die du von Leuten, die dich anschreiben. Von aus 2015. Nee, das meine ich nicht. Kannst du wenigstens noch draufklicken und den 5 Jahre alten blauen Punkt da wegmachen, oder? Atmen. Boah, das Lied ist ja ein richtiger Banger. Ja, das ist richtig gut. Boah, das ist ein richtiger Banger. Salut. Oh, ich hab hier noch eine Gruppe, in der bin ich mittlerweile alleine. Und die hat auch keinen Verlauf.
Aber sie heißt Ingress. Oh mein Gott. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Holy shit. Das war cool. Gibt's das eigentlich noch? Keine Ahnung. Ist ja quasi Pokémon Go, ne? Ja, quasi. Aber halt mit, weiß ich nicht, religiösen Fanatikern eigentlich. Übel also, cool. Also Pokémon Go. Also nicht religiöse Fanatiker. Fickt euch alle. Aber... Man fickt alle religiöse Fanatiker. Oh, das ist ein richtiger Banger. Das ist ein richtiger Banger. Also generell die 7 Todsünden, die ja, die sie gemacht haben bei eigentlich allen aktuellen Alben. Ich habe gerade die MPS Wintergruppe von 2016 gefunden. Und nur noch Jona und ich sind drin. Oh mein Gott. Du könntest da jetzt auch einfach was reinschreiben und Jona richtig komplett verwirren. Boah, der wäre so lost. Schreib bitte einfach Kevin. Ja, ohne Kontext. Einfach nur Kevin. Einfach nur Kevin. Und dann. Mit wem waren wir denn Sabaton 2017 auf dem Konzert? Mit mir. Boah. Ja, weil da ist eine Nummer. Hey, da war ich dabei, glaube ich. Da, ja, aber da bin ich mit einer Person drin. Die ist nun als Nummer drin, hat kein Profilbild. Und ich bin alleine mit dieser Person nur noch in der Gruppe. Dann ist sie wahrscheinlich neu vergeben, die Nummer. Ja. Also, optimale Leo, Grundvoraussetzung fürs Blind. Memento Mori und das 11. Gebot haben ja beide diese zwei CDs, wo dann jeweils ein paar Songs drauf sind, wo sie gecovert haben. Die sind also 90% geil. Also sie haben zum Beispiel auch bei Dings haben sie ja zum Beispiel, also beim 11. Gebot haben sie zum Beispiel Ding von Seed gecovert, das ist auch fett. Ja, okay, aber das Lied mag ich nicht, sorry. Hier kommt Alex von Toten. Okay, das ist cool. Das richtig. Twilight Amen of the Thunder God, what the fuck? Ja, haben sie auch gecovert. Amen und Attack von Powerwolf. Apropos Powerwolf. Richtig stark. Sorry, wollte jetzt nicht reingerätschen. Da habe ich nur gleich noch was zu. Ja, Limit von Deichkind. Icy Fire von Ed Sheeran. Wild. Gott mit uns von Sabaton. Sabaton. Also die haben richtig, richtig, richtig guten Scheiß da gemacht. Nice. Ich habe letztens durch die Powerwolf-Diskografie nochmal geschaut und die, warte, wie hießen sie? Also ich hätte ja durchgehört. Die beiden Alben, was sind sie? Missa Cantorem 1 und 2 gefunden. Ja, die sind schon ein bisschen älter. Und ich habe völlig vercheckt, dass die existieren. Also das ist voll an mir vorbeigegangen. Und habe mich mal da mal durchgehört. Sei dir inhaltlich verziehen. Weil die und ich habe mich mal durchgehört vergessen. Und es sind einfach ja Cover von Powerwolf-Songs. Ne? Aber was für Namen dabei sind. What the fuck? Dass ich hier auf dem zweiten Album... Hannes Braun von Kiss and Dynamite ist mir dann aufgefallen. Ja. Nils Molin von Amaranth und Dynasty. Hansi Kirsch von Blind Guardian. Und auf dem ersten einfach Matt Heafy von Trivium. What the fuck? Das wusste ich gar nicht. Das war voll awesome. Von 2017. Am 9.12. hat Samo auf dem MPS gespielt. Nice. Sie haben eine Gruppe dazu gehabt. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Ich finde tatsächlich ein bisschen schade. Also, Feuerschwanz hat ja dieses Jahr ein so ein bisschen remastered-mäßig Album rausgebracht. Das Interview. Genau. Und da waren Coversongs auch wieder drauf von anderen Bands. Und unter anderem war da Fire and Forgive von Electric Callboy drauf. Und das war auch ein ziemlich geiles Ding. Aber genau dieses eine Lied ist mittlerweile von Spotify verschwunden. Ach, oh. Und ich weiß nicht wieso. Es war richtig awesome. Es ist einfach weg. Ich werde das mal googeln, ob es das auf YouTube gibt. Es gibt's auf YouTube noch. Auch das werde ich mir jetzt mal eben zu Gemüte schmatzen. Warte, ich kann dir einen Link schicken. Ich hab's direkt hier. Halt irgendwie komplett
Ich weiß nicht, wieso. Bin frech. Das passt hier aber leider optisch gar nicht rein. Da brauchen wir Tiefenschiefer. Tiefenschiefer? Mhm. Boah, das ist geil. Das ist richtig fett. So, jetzt müssen wir ganz leise sein, damit der Warden nicht wieder ausrastet. Oh, das ist gut. Nur eine schöne optische Illusion, wenn man in Minecraft eine Treppe hochrennt und nicht sagen kann, ob es runter oder hoch geht. Boah, ich hätte geschworen, es geht runter. Ja, ne? Fuck me then, I guess. Ich komm gleich runter. Kein Ding. Danke. So, zacka, zacka, zacka. Hier rum, li rum, la rum, Löffel, Stielum. Hupsa. Hupsalala. Schalömchen. Balalala. Balalala. Kann ich hier nicht hoch? Aha, weil der Block tiefer ist. Aber hier geht's ja. Warum ist der denn jetzt tief? Das ist so aus der Kategorie muss man nicht verstehen, oder? Nee, über diesen Blätter, Matti. Oh. Okay. Wild. Not today, Satan. Not today, old friend. Hello, darkness, my old friend. I come to talk with you again. Ah. Die können sich ficken gehen. Warum jetzt konkret? Oh, der Breakdown. Oh. Weil das auf der Auto-CD natürlich noch drauf ist und die werde ich mir jetzt besorgen. Will dieses Lied haben. Ich möchte nicht, dass das irgendwann von YouTube auch noch verschwindet und die CD dann ausverkauft ist. Das einfach das YouTube-Ding runterladen, das hat keiner. Und Powerwolf lohnt sich ja sowieso immer. Das ist richtig. So, jetzt muss ich noch ganz viele kleine Laternchen basteln. Und dann feiern wir hier St. Martin. Ah, oh, voll süß. Stop the blood we will give. Der ist richtig krank. Ich weiß nicht, warum das von Spotify weg ist. Das ist wirklich schade. Der ist richtig lecker. Er ist wirklich gut. Makodastisch. Sieht das so aus? Kann man schon machen, ne? Ja, soll ganz nett immer. Oh ja, hör mal hier. Geil. Ich finde das super lustig. Feuerschwanz hat dann Twilight of the Thunder God auch eine gesungene Melodie mitgegeben. Die wird ja normalerweise durch die Gitarren bestimmt. Hm.
Ja, Blinding Lights haben sie jetzt auf dem Memento Mori auch gecovert. Oh nein. Das ist wirklich... Ja. Ja, guck mal, da kann man doch erstmal anbieten, bis man da irgendwas Größeres draus baut. Da kann ich doch gut mitarbeiten. Das sieht auch einigermaßen ansprechend aus. Und aus dieser Brücke, die da natürlich über die Schlucht geht, da bauen wir irgendwann auch was Schönes. Würde ich mal sagen. So, dann sind wir für heute auch fertig hier. Darf ich mal sagen, wie bescheuert der... der Spotify-Text von Feuerschwanz ist? Hat der mal einer von euch gelesen? Nö. Nein. Der ist übel geil. So trug es sich zu, dass im Jahre 1223 Hauptmann Feuerschwanz die angenehmen Seiten des Raubrittertums in vollen Zügen genoss. Lange lebte er in der Burgruine seiner Vorväter und kümmerte sich nicht viel um den Lauf der Welt. Der Verlauf der Dinge gesellte manch Spießgesellen an seine Seite. Sir Lanceflott, Johanna von der Vögelweide, wie heißt er? Esese? Der junge Prinz Hodenherz. Gemeinsam bildeten sie fortan des Hauptmanns geilen Haufen und frönten Minne, Mädchen und Turnieren. Um endlich sterben zu können, ist es ihnen auferlegt, im Laufe eines Jahres jeden Tag besoffen zu sein, sich mit 1000 Frauen zu paaren, ein Pferd zu zähmen, 1000 Kilo Radieschen zu essen, eine Maid nur durch die Macht der Minne zur Frau zu machen und alle Schandmaultexte rückwärts zu pforzen. What the fuck? Ja, what the fuck? Hat auf jeden Fall viel Schönes. Da schwimmt was! Da schwimmt was! Ja, ein Squid. Ja, fang es an! Alle Schandmaultexte rückwärts sind... zu pfurzen ist aber so. Nee, aber auch nicht zu pfurzen, sondern zu pfurzen mit P. Ja, geil. Wild. Du kannst übrigens die Squids anleinen, wusstest du das? Ja. Wenn du denen dann eine Nametag gibst, verschwindet die auch nicht. Wo sehe ich denn die Beschreibung bei denen? Bei Spotify. Warte. So. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht's gut. Ihr geilen Stiebuckel. Bis dann. Ciao.